Ich mache gerade eine kleine Feierabendrunde. Diesmal aber mit meinem Mountainbike unterwegs. Und ja, ich wollte jetzt einmal den Berg hochschraubeln, die Halde rauf und dann ja die XC-Strecke da mal runter. Ja, ich glaube, letztes Wochenende war das, bin ich schon mal gefahren. Es hat richtig Bock gemacht. Weil mit dem Mountainbike ist das doch nochmal was anderes als mit dem Gravelbike. Das ist halt wie so ein Sofa gefühlt, wenn man da runterbrettert. Ja. Und jetzt wollte ich einfach mal so ein bisschen locker schrauben. Und dann nehme ich euch einfach mit. Naja, da habe ich mich, glaube ich, vertan. Habe ich vorhin gesagt, Halde Hoppenbruch. Naja, da fahre ich quasi dran vorbei. Aber eigentlich will ich zur Halde Ruhrbad. Weil Hoppenbruch raufkurbeln, das ist nicht so viel. Genau. So, und das schrauben wir jetzt mal rauf. Rauf, rauf, rauf. Querstraße. Und weiter. So, und da hinten ist der Trail. Das Hoppenbruch. So, da noch rauf. So. Und da geht es jetzt gleich runter. Genau. Immer dem roten Pfeil mit zwei Punkten folgen. Das wird schön. Wieder rauf. Genau. Und dann runter und dann nach Hause. Ja, kommt hier nicht so gut rüber, aber die Sonne geht tatsächlich schon langsam unter. Genau. Und jetzt fahre ich einfach gemütlich zurück an der Erzbahntrasse entlang. Genau. Und von daher würde ich sagen, mache ich hier auch Feierabend. Ich kann leider nicht so viel von den Strecken an sich zeigen, weil es ganz schön ruckelt. Vielleicht sollte ich dann doch nächstes Mal eine GoPro montieren. Mal schauen. Dann habt einen schönen Feierabend. Tschüss. So, ich bin auf der Erzbahntrasse. Ja. Und ich habe ein Problem. Meine Sattelstütze ist eingefahren und ich krieg die nicht mehr raus. Shit. Ja,
Und jetzt eier ich hier quasi wie so ein, wie auf so einem Dreirad. Kann man das sehen? Ja. Ist ja grundsätzlich nicht so schlimm. Aber meine Oberschenkel brennen. Das ist irgendwie nicht so cool. Ja. Keine Ahnung, ich habe es schon an dem Rädchen geschraubt. Normalerweise löst sich das dann und die kann wieder hochfahren, aber irgendwie funktioniert das diesmal nicht. Und ist doch kalt jetzt. Deswegen, ich probiere es jetzt während der Fahrt ein paar Mal, aber wenn das nichts wird, muss ich wohl oder übel in dieser Position nach Hause fahren. Ja. Gut. So ist es nun mal. Ja. Bis dann.